Verband der Piraten geht in sich an diesem Wochenende und wählt auf seiner Mitgliederversammlung in Friedrichshain einen neuen Vorstand. Dabei geht es um die Zukunft, vielleicht gar um die Existenz der Partei, deren Zuspruch sich in nur 3 Jahren mehr als halbiert hat. Nach vielen Querelen zuletzt traten 2 Männer an, um das Ruder rumzureißen für einen Neustart. Einer hat die Wahl gewonnen und ist nun neuer Chefpirat. Knapper hätte es kaum ausgehen können zwischen dem Studenten Thomas Wied und dem Abgeordneten Christopher Lauer. Es entfielen auf Thomas Wied 106 Stimmen, auf Christopher Lauer 110 Stimmen. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen lieben Dank. Mit nur 4 Stimmen Vorsprung bekleidet Christopher Lauer wieder ein Spitzenamt, ist für die nächsten 2 Jahre Landeschef der Berliner Piraten. Die hatten es nicht leicht bei der Auswahl zwischen den beiden Kandidaten für den Landesvorsitz. Ein Pirat formuliert es flapsig. Ich bin sehr froh, dass ihr beide kandidiert, weil nämlich ich in der seltenen guten Lage bin, dass ich nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden muss. Wenn ihr euch zwischen Pest und Cholera entscheiden müsst, dann wählt die Pest, weil die ist relativ leicht heilbar. Thomas Wied plädiert in seiner Kandidatur für ein Ende des Richtungsstreits innerhalb der Berliner Piraten, will den Fokus endlich wieder auf den politischen Gegner gerichtet sehen. Overeid setzt den BER komplett in den Sand. Die Landesbibliothek wartet auf die Kostenexplosion, wieder so ein Prestigebau. Er deckt dabei dem Steuerhinterzieher, dem Steuerbetrüger Schmitz den Rücken. Und die CDU im Abgeordnetenhaus ergeht sich in irgendwelchen ausländerfeindlichen Ausfällen. Genügend Angriffsfelder, die den Piraten im Wahlkampf 2016 helfen könnten. Christopher Lauer gibt in seinen Ausführungen unverblümt Fehler der Vergangenheit zu und will mit seiner Kompetenz als Abgeordneter punkten. Opposition ist Mist, es ist nicht scheiße, aber es ist natürlich deutlich schwerer, seine Sachen umzusetzen, als wenn man in der Regierung ist. Und also das Ziel müssen ja irgendwie sein, meiner Meinung nach, ja, mindestens die 15%, die wir mal in den Umfragen hatten, 2016 zu realisieren und halt kackendreist zu sagen, ja klar, wollen wir irgendwie in die Regierung. Die Piraten entscheiden sich hauchdünn gegen den sympathischen Studenten und für den Politprofi. Dem zur Seite werden neuerdings auch ein Generalsekretär und ein politischer Geschäftsführer stehen. Der alte Vorstand wird mit Standing Ovation verabschiedet. Lauer muss jetzt unter Beweis stellen, dass er seinen alten und neuen Job miteinander vereinbaren kann. Und jetzt ist er auch schon hier, der neue Chef der Piraten, Christopher Lauer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Nicht selbstverständlich, vermutlich wird Ihr Arzt jetzt auch richtig doll den Kopf schütteln. Denn vor der Mitgliederversammlung waren Sie erst noch im Krankenhaus? Genau, ich war jetzt die gesamte letzte Woche im Krankenhaus, weil mir am letzten Samstag der Blinddarm entnommen worden ist. Der war kurz vorm Platzen. Okay, Sie signalisieren, Ich signalisiere, bevor ich umkippe, ja. Gut, da sind wir auch schon beim Thema der großen Belastung. Sie haben eine Menge vor als Landeschef der Piraten. Ja. Sie arbeiten weiter in der Fraktion. Kann das klappen? Ja, das kann klappen, weil ich ja auch diese Doppelbelastung von meiner Arbeit als Berliner Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion kenne. Es ist ja eine Frage, wie man die Prioritäten setzt. Der Vorstand besteht ja nicht nur jetzt aus mir, sondern auch noch aus anderen Leuten, die gewählt werden. Und es geht darum, die ehrenamtliche Arbeit auf genug Schultern zu verteilen, sodass alle noch zum Arbeiten kommen, ohne sich kaputt zu machen. Nun haben Sie das Ziel gerade jetzt schon, konnten wir im Beitrag hören, ja klar definiert, für die Abgeordnetenhauswahlen 2016. Es muss ein zweistelliges Ergebnis her, am besten 15%. Wie wollen Sie es anstellen? Ja, indem die Piraten halt wieder als Partei sichtbar werden. Also im Moment sind wir ja durch die Fraktionen sichtbar, dadurch, dass wir halt jede Woche in so einer Plenarsitzung auftauchen. Naja, und die tauchen auch durch Querelen auf. Wir tauchen durch Querelen auf, das muss sich halt ändern. In dem Moment, wo wir halt ganz klar fordern, zum Beispiel, was wir für Berlin wollen. Was wäre das? Zum Beispiel haben wir gerade auf der Landesmitgliederversammlung beschlossen, was mich sehr gefreut hat, dass wir mehr Partizipation bei der Bebauung des Tempelhofer Feldes haben wollen, da zwar sich der Senat hinstellt und sagt, ja, es gab doch Planfeststellungsverfahren und tolle runde Tische, aber es gibt ja trotzdem dieses Volksbegehren und da wollen wir mehr Mitbestimmung bei sowas zum Beispiel. Das muss man also halt... Ein Volksentscheid, genau. Und ich wollte gleich nochmal nachhaken, wenn man Außenstehenden erklären soll, wo politisch die Piraten stehen,
Da wird es schwierig. Vielleicht können Sie es am besten erklären. Was sind Sie? Sind Sie neoliberal, linksliberal, sozialliberal oder heute so und morgen anders? Nee, ich habe das heute versucht, auf dem Parteitag zu erklären. Also ich selber habe immer gesagt, die Piratenpartei ist eine sozialliberale Partei. Nun stellen sich viele Leute viele verschiedene Dinge darüber vor. Ich sage dann immer sozial im Sinne von, wir leben in einer Gemeinschaft. Und egal, ob ich jetzt meinen Nachbarn oder meine Nachbarin sympathisch finde oder nicht, es hat sich in der Vergangenheit als gut herausgestellt, wenn man sich umeinander kümmert, auch wenn man sich nicht mag. So. Das heißt, wir wollen eine solidarische Gesellschaft. Und liberal im Sinne von freiheitlich, Bürgerrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Wir wollen keine Überwachung, wir wollen in Freiheit leben und wir möchten, ja, dass sich der Staat da eben nicht in die Privatsphäre von Menschen einmischt. Und wie finden Sie die Freiheit, die sich die Mitglieder der Piraten herausnehmen, ihren Beitrag nicht zu bezahlen? Wie viel sind es denn aktuell? Naja, das ist so ein Problem, weil wir erst irgendwie seit letztem Jahr dieses EC-Einzugsverfahren haben. Und da müssen wir jetzt mal umstellen. Und man muss den Mitgliedern auch klar machen, es ist sowas wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder beim ADAC, oder ich darf hier keine, Entschuldigung, in einem Automobilclub. Und da muss man halt die Beiträge bezahlen, sonst wird man abgemahnt. Und das hat es auch in der Vergangenheit, das hat es auch schon 2012 gegeben, dass da Mitglieder abgemahnt worden sind. Und man muss halt klar machen, dass dadurch die politische Arbeit schwerer wird, wenn die Mitglieder nicht bezahlen. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Herr Lauer, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und gute Besserung. Vielen lieben Dank. Ja. Vor einem Jahr klaffte ein Loch in der Mauer an der Eastside Galerie. Das sorgte für Aufsehen im In- und Ausland, für Proteste und Angst vor noch mehr Mauerdurchbrüchen.